auch im Wald gehen und laufen. Gewitter für einen Rückkehrer ins harte Bundesliga-Profigeschäft. Heute Mittag 12.30 Uhr präsentierte Nürnbergs Präsidium seinen neuen Trainer Hans Meyer. Erst letztes Jahr hatte der Thüringer dem Profifußball den Rücken gekehrt, freiwillig wohlbemerkt. Die Rindviecher im Stall waren seither seine Passion. Er gilt als Urgestein der Trainergilde. Hart, aber herzlich und meistens erfolgreich. Jetzt der Rücktritt vom Rücktritt. Weshalb bleibt sein Geheimnis? Ich habe mir gedacht, wenn so viele hier in Nürnberg absagen, musst du es doch mal versuchen. Zeig dich! Hier gibt's keinen Sand. Bleib stehen, du! Wo du hier stehst du unter der Glocke. Entweder du bist weiter vorne, um aktiv zu sein, oder du lässt dich mehr sacken. Hier wirst du ausgespielt, ohne dass du aktiv eingreifen kannst. Schau mal, halt an, halt, bleib stehen! Das steht doch rein. Wieso machst du dich kompliziert? Hey! Dominik, das war Innenbahn, die darfst du nicht freigeben. Optimal. Da finde ich, auch wenn ich morgen mir das nochmal anschaue im Fernsehen, ich finde nicht einen Fehler. Ich liebe euch alle. Was wollt ihr eigentlich ständig? Wir sind weitergekommen und alles andere brauche ich nicht mehr drüber zu reden. Wenn wir dem Reporterkollegen Glauben schenken dürfen, dann hat also Nürnberg unverdient verloren. Fehlentscheidung der Schiedsrichter. Fangen wir mit dem richtigen Thema an. Stimmt es aber zumindest, dass Sie einen relativ schnellen Zugang zu Ihrer neuen Mannschaft gefunden haben? Also jetzt sage ich Ihnen mal etwas, was Sie bestimmt sehr, sehr überraschen wird. Ein guter Trainer ist, der mehr gewinnt als verliert. Und ein schlechter ist, der dauernd verliert. Der springt die anderthalb Meter weg und dann ist er nicht rein. Richtig sauber. Vom Kopf her mitmachen. Los. Mario, organisiere vor dir das, dass wenn die hier hinten an Mann gegen Mann spielen, dass du helfen kannst. Gut so. Ruf ihn ran. Müller, komm ein bisschen. Sven, du kannst nicht angespielt werden. Sven, geh noch mal einen Schritt von vorne. Jetzt können wir auch im Wald gehen und laufen. Handlung erstmal sauber zu Ende. Sauberes Dribbling, An- und Mitnahme übergeben und dann der Ball. Dann ist Ruhe, die Annahme. Wie wenig Bälle optimal kommen, ist doch scheiße. Der 29-jährige Cheftrainer von Carl Zeiss Jena besiegt im Endspiel des FDGB-Pokals den Favoriten aus Dresden. Der erste Höhepunkt einer noch sehr jungen Laufbahn. Das hat jeder gesehen, es ist hier modern gespielt worden, gut gespielt worden. Ich bin natürlich sehr froh und sehr glücklich, dass uns das gelungen ist. 35 Jahre später führt Meyer wieder eine Mannschaft zum Pokalsieg. Der Triumph mit dem 1. FC Nürnberg macht ihn zum einzigen Trainer, dem so ein Erfolg sowohl im Osten als auch im Westen gelingt.
Es bedurfte doch einiger Überzeugungsarbeit durch den Sportdirektor. Nimm ihn bitte. Das ist dein Pokal. Nimm ihn jetzt. Denn bis dato hatte Hans Meyer eher einen großen Bogen um den Pokal gemacht. Und auch jetzt wollte er nicht zurecht. Der Grund ganz banal. Wir haben Hunger. Hans Meyer! Ich will ein Kind von dir! Wenn Sie Probleme haben mit dem eigenen Namen, dann müssen Sie runterschauen.